Guten Tag, Ricardo. Solltest du nicht an der Ausgrabungsstelle im Sumpf aufpassen? Sagt wer? Der Arbeiter Danny. Er wartet schon seit Ewigkeiten auf deine Unterstützung. Arbeiter sind mir egal. Ist ja interessant. Was machst du hier? Wache schieben. Top Typ. Und? Wie läuft die Wache? Beschissen. Wieso? Stell du dich mal Tag und Nacht in den Sumpf. Ist dir kalt? Ist dir kalt? Nein, hier stinkt's. Was machst du hier außer Wache schieben? Das Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Top Typ. Bist du ein guter Kämpfer? Zum Bauernklatschen reicht's. Ja, so siehst du auch aus. Wo genau sind diese Ruinen? Überall da, wo der Boden Buckel hat. Erzähl mir was über das Lager hier. Da hinten ist der Tempel, da ist der Sumpf. Hier ist mein Wachposten. Ach was. Ja, aber ich kann das doch durchaus verstehen, wenn da so ein neugieriger Typ kommt. Ja, da hinten bei der Ausgrabungsstelle, mitten im Sumpf sind welche. Und? Machen mich nervös. Warum? Sie sind eklig. Ist nicht wahr. Die kommen mir doch irgendwie bekannt vor. Wer hat hier das Sagen? Der Don. Wer? Der Kerl im Tempel. Ach. Ja komm, jetzt machen wir den Rest auch noch. Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte. Wozu auch? Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Endlich mal ein NPC, der glaubwürdig ist. Was macht euer Don im Tempel? Geschäfte. Welche? Das geht dich nichts an. So? Ich wette, du hast keine Ahnung. Ist mir egal. Mir eigentlich auch. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Du stellst die falschen Fragen. Wie Helmut Schmidt. Die Frage ist falsch. Okay. Versuchen wir es mal damit. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekligen Viecher für dich töte? 30 Gold? Komm, mach mal 32. Das ist ja Wahnsinn. Die ekligen Insekten im Sumpf sind erledigt. Gut, hier ist dein Gold. Ja, so mag ich das, kurz und schmerzlos. Was? Schon gut. Kannst du mich trainieren? Weiß nicht. Gegen Gold? Meinetwegen, aber ich spiele nicht das Kindermädchen für dich. Okay. Ich zeige dir, wie du mit der Armbrust schießt. Mehr nicht. Armbrust? Mehr nicht. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Tatsache. Nee, will ich nicht wissen. Interessiert mich gar nicht. Domingo. So, wo ist Sam? Ach, hier ist Sam. Warum nochmal? Ach ja. Du sägst Brogas Holz? Allerdings. Er sagt, er müsse seinen Vorrat an Brennholz aufstocken. Aber das ist reine Schikane. Warum? Ich habe mich mit ihm angelegt. Und jetzt lässt er mich dafür bluten. Der scheint dem ja nicht gerade positiv gegenüber eingestellt zu sein. Heißt das, dass Broga dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält? Was soll ich machen? Ich kann ja nicht Holz sägen und gleichzeitig jagen gehen, du Schlaumeier. Warum wehrst du dich nicht dagegen? Im Moment habe ich keine andere Wahl. Er hat die ganzen Kämpfer auf seiner Seite. Das klingt so, als hättest du Angst vor ihm. Ist das so? Nun, dann solltest vielleicht du mal mit ihm reden, was? Er ist gleich dort drüben. Viel Spaß, Kleiner. Das interessiert mich ja jetzt ja schon. Langsam. Hier, unser guter Freund Broga. Der Bierlieferant. So, Craig. Der Schmied. Ja, dann reden wir doch mal mit Broga und essen wir vorher noch ein bisschen Fleisch. Oh, vielleicht will Rachel unser rohes Fleisch haben. Was wir von Duck bekommen haben. Was zur Hölle willst du denn noch? Wie läuft's denn so mit deiner Bande? Jetzt guck dich doch mal um. Sieht das etwa so aus, als ob sich hier jemand kaputt schuftet? Das ganze Lager geht vor die Hunde. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich diesen Idioten mal die Hammelbeine langziehen. Vielleicht kann ich dir helfen. Was denn? Du? Wie willst du das denn anstellen? Ha! Willst du etwa die Arbeit der Anführer des Lagers übernehmen? Ich glaube, das ist ja wohl eine Nummer zu groß für dich. Dir gehorchen scheinbar deine eigenen Leute nicht. Ist das so offensichtlich? Dabei hatte ich es anfangs ganz gut im Griff. Irgendjemand scheint die Jungs gegen mich aufzuwiegeln. Wo genau ist das Problem mit deinem Lager? Jeder hier hat nur noch eins im Kopf.
Das Gold aus den Tempelruinen. Mein Mann lässt die Jungs überall buddeln, um es zu bergen. Doch die Hälfte davon kommt nie bei uns hier im Lager an. Irgendjemand setzt sich über die Befehle meines Mannes hinweg und füllt sich hier die Taschen. Wenn ich nur wüsste, wer. Ich werde dir helfen, das Lager aufzuräumen. Du willst dir einen Namen beim Don machen, was? Na gut, wenn du dich unbedingt unglücklich machen willst, ja, klar. Geh zu den Anführern des Lagers und sieh nach, was sie für Probleme haben. Ich will wissen, was hier schiefläuft. Wegen deines Lagers. Weiß ich da schon was? Ah, Fleisch, ja. Ich besorg dir dein Fleisch. Na, endlich mal einer, der anpacken will. Ich brauche 10 Keulen rohes Fleisch. 10? Wenn du mir das Fleisch bringst, kriegst du ausnahmsweise auch ein wenig Gold von mir. Na dann. Wer von den Jungs ja, hier... Ja, Broger. Geh und... Bla, bla, bla. So. Übrigens. Übrigens. Ah. Luis behauptet, dass Broger den Don ablösen will. Ha, das habe ich auch gehört. Aber tritt doch mal gegen Broger an. Auf einmal weiß niemand mehr von irgendwas, weil sie Angst haben. Es ist immer das Gleiche. Tja, ich fürchte, wir brauchen schon ein wenig mehr als nur die Aussage von einem betrunkenen Jäger. Wieso? Was würde dem Golddieb passieren, wenn du ihn kennst? Der Don wird ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, töten. Ah ja, warum frage ich eigentlich? Ich versuche gerade mit meinen Wimpern zu zucken, das ist gar nicht so einfach. Warum hast du... Ich brauche eine Waffe. Zeig mir deine Waffe. Speer, ne. Schwert habe ich. Ich muss erstmal stärker werden. Kannst du mir nicht beibringen, stärker zu werden? Erzähl mir mehr über deine Goldschmiede. Gold, Gold, immer nur Gold. Das schlägst du dir mal lieber aus dem Kopf, Jungchen. Jeder Krümel Gold hier draußen gehört dem Don. Je eher du das akzeptierst, umso gesünder ist es für dich. Okay. Wie komme ich zum Don? Vielleicht kannst du mir helfen. Wie komme ich zum Don? Du? Zum Don? Vergiss es. In den Tempel lässt er nur seine engsten Vertrauten. Du müsstest schon etwas sehr Wichtiges für den Don haben, damit man dich zu ihm lässt. Verstehst du? Was könnte den Don denn interessieren? Was könnte den Don interessieren? Der Don will Gold. Alles, was aus Gold ist. Goldmünzen, Goldteller, Artefakte und Waffen aus Gold. Waffen aus Gold? Na klar. Kürzlich fanden wir den Knauf eines sehr edlen Goldschwertes. Der Don will, dass ich dieses Schwert wieder richte. Leider fehlt fast die komplette Klinge. Oh, ich habe doch so ein Stück gefunden. Ich werde die fehlenden Bruchstücke des Goldschwertes finden. Wer weiß. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Lass dir nur nicht einfallen, die Dinger selbst zu behalten. Wenn du was findest, bring es mir, klar? Klar. Natürlich. Hier ist doch mal schon mal ein Stück. Ja. Wo ist der Rest des goldenen Schwertes? Überall, wo diese alten Tempelruinen sind, findest du auch Kram der alten Völker, die sie erbaut haben. Sicherlich hat der eine oder andere hier im Lager schon eins dieser Dinger gefunden. Der besoffene Jäger Luis behauptet, mehr darüber zu wissen, aber ich glaube, er schneidet nur auf. Och, ich finde Luis ganz glaubwürdig. Jeder hier gibt sein Gold dem Don? Einmal im Monat muss jeder von uns beim Don vorsprechen. Alles, was wir hier in der Gegend an Gold gefunden haben, werfen wir auf seinen großen Goldhaufen im Tempel. Tatsächlich jeder? Natürlich. Niemand wäre so dumm, das Gold zu behalten und sich damit mit dem Don anzulegen. Wenn du das sagst. Ha, ich weiß, was mit raffgierigen Typen passiert, die den Don bescheißen. Kein schöner Anblick, sag ich dir. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Lass mich raten, er tötet sie, ohne mit der Wimper zu zucken. So, ich will dir jetzt, Wie willst du das goldene Schwert wieder richten? Gar nicht. Ohne die fehlenden Teile der Klinge kriege ich das nicht auf die Reihe. Ha, das könnte nicht mal der Beste. Und ich bin der Beste. Typisch Oscar. So. Dann, tja. Können wir Hawkins auf jeden Fall noch... Wer ist wir? Wer ist wir? Was machst du hier überhaupt? Ich rede von mir. Und dem Don natürlich, du Spinner. Der Don will, dass die Artefakte aus den Ausgrabungen und alles, was aus Gold ist, bei mir abgeliefert wird. Das macht dich ziemlich wichtig, was? Hüte deine Zunge, sonst lasse ich dich auspeitschen. Oha. Jetzt pass mal auf, du Brenner. Ich könnte dir helfen, deine Artefaktkisten zu bekommen. Na, das sag ich doch. Sorg dafür, dass die Dinger geliefert werden, aber zack.
Geht das auch ein bisschen netter? Ich kann mir diesen Ton erlauben. Du mach dich erstmal nützlich. Bevor du hier nichts zu sagen hast, halt den Mund und mach deine Arbeit. Beppo. Wo sind deine Scheißkisten? Die stehen bei den Ausgrabungsstellen. Die Arbeiter da sollen sie hierher liefern. Eine Schande, dass das nicht schon lange passiert ist. Ja, das finde ich allerdings auch. Arbeiter sollten Kisten tragen. Oh, Pflanzen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Spitze. Was hier oben? Und hier? Da unten saßen ja noch die Leute. Ach, und Hawkins. Hier kann man graben. Wollen wir doch mal hier graben. Vielleicht noch Hawkins Bescheid sagen, dass... Oh, da steht ein Bier links. So, zweimal abgelenkt. Gleich noch Hawkins sagen, dass wir, wie hieß der Typ oben bei der Arena? Dass wir den zurück zur Arbeit geschickt haben. Das gibt wieder 5 Gold. Haha, ich bin reich. Heute Abend werde ich leben wie ein König. Komm, hol die Kiste raus. Licht und Gold. Viel wichtiger, Bier für Informationen von Louis. Louis weiß ja anscheinend auch, wo eins von diesen Schwertstückchen ist. Mein guter Freund, der betrunkene Louis. Stachel, Krautstängel. Oh, schwarzer Weiser oder was ist es? Clay. Dwight. Dwight sollte ich auch irgendwas fragen. Sprich mal Dwight an. Du siehst ziemlich entspannt aus. Ist ja auch schön ruhig hier. Keiner geht mir auf die Nerven. Hier macht doch eh jeder, was er will. Was machst du, wenn du nicht gerade hier herumhängst? Ich bin Arbeiter und soll die Kisten hier zu Beppo bringen. Aber weißt du was? Der kann mich mal. Hawkins ist mein Boss. Und solange der mir nicht sagt, dass ich mich bewegen soll, mache ich's auch nicht. So, so. Du sollst wieder an deine Arbeit gehen. Ach ja? Sagt wer? 20 Gold, hä? Du stinkender Haufen. Ich sage das, du stinkender Haufen. Auf geht's, Prügelei. Ach ja? Ja, und jetzt oder nicht? Beweg dich. Schon gut, schon gut. Bevor ich mich schlagen lasse. Ja, dann können wir Hawkins doch direkt 2 Sachen ausrichten. Dwight und der Typ oben am Lager, ohne Pflanze. Oh, ein Bier. Ich will das Bier. Gib mir das Bier. Ich kann es nicht greifen von draußen. Ich bin kein guter Dieb. Aber vielleicht kann ich ja schnell da reinrennen. Kurz speichern. Bier, gib mir das Bier! Jawohl! Der erfolgreiche Bierdieb schlug wieder zu. Nichts an. Und Lorenzo hat es nicht gesehen. So, jetzt können wir Louis gleich 2 Bier bringen. Wir sind dein guter Freund. Danny arbeitet wieder. Ja, ah, Danny. Gut. Hab's registriert. Ist dir egal, was? Naja. Nicht ganz. Danke. Komm, 5 Gold. Nimm komm, dies. Komm. Jawohl. Dwight arbeitet wieder. Sehr gut. Wurde ja auch Zeit. Hier, nimm. Die paar Münzen ist mir das wert. Deine Dankbarkeit ist grenzenlos. Oh, das waren anscheinend alle. Kannst dich wieder entspannen. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Das ist gut. Dann bleiben mir jetzt wenigstens die Schläge des Don erspart. 500 Gold. So viel habe ich nicht, oder? Das kannst du dir nicht leisten. Wie viel habe ich denn? 143? Ja, das reicht nicht ganz. 500 Gold? Du bist doch bescheuert. Bekloppt, gar nicht. Basiertes Arschloch. Sehe ich gar nicht ein.